Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch und zwar geht es heute endlich mal um den Namen von unserem neuen Baby. Ich habe mir ein kleines Spiel überlegt, das wissen ja schon einige von euch und darum geht es heute in diesem Video. Ja, also das Spiel geht folgendermaßen. Wir haben hier eine Liste gebaut. Und zwar seht ihr halt hier für jeden dieser Striche, diesen hier, steht ein Buchstabe. Das heißt, es ist irgendwie so ein bisschen wie Geigenraten. Und das hier ist ein Bindestrich. Das heißt, eventuell könnte es ein Zweitname sein, dass das hier halt der erste Name ist mit Bindestrich und dann ist hier der zweite. Oder es ist auch nur ein Name und ich habe einfach keinen Platz mehr gehabt, ihn hinzuschreiben. Das kann alles möglich sein. Also für jeden dieser Striche hier steht ein Buchstabe und das hier ist ein Bindestrich. Es wird ein Junge, das wisst ihr alle. Und ja, wie das Ganze funktioniert, das erzähle ich euch jetzt. Also, ihr habt gesehen, wie die Liste aussieht. Ich werde sie als Thumbnail machen, habt ihr bestimmt schon gesehen. Das heißt, dann könnt ihr auch da nochmal gucken, falls ihr nicht mehr ganz genau wisst, wie sie aussieht. Ja, und wie das Ganze funktioniert, ihr könnt einfach unter jedes Video, was ich jetzt hochlade, ab jetzt und auch unter dieses hier, immer einen Buchstaben schreiben, wo ihr denkt, okay, das könnte sein, der könnte eventuell passen, halt so wie Geigenraten. Und ich suche mir dann den am meistgelikedesten Buchstaben aus. Das heißt, wenn ihr keine eigene Idee habt, schaut die Kommentare durch und liked den Buchstaben, wo ihr meint, okay, das könnte er sein und für die Meinung bin ich auch. Also, den am meistgelikedesten Buchstaben, den werde ich dann nehmen und gucken, ob er hier in unsere Liste passt. Wenn er passt, schreibe ich ihn rein. Und wenn er nicht passt, passt er eben nicht. Und ja, das gilt halt für jedes Video, was wir ab jetzt hochladen, inklusive diesem hier. Das heißt, unter dieses Video könnt ihr einen Buchstaben schreiben, aber immer nur einen pro eine Person bitte. Und auch wenn ihr den anderen, also wenn ihr euren Buchstaben, den ihr im Kopf habt, schon mal gesehen habt in den Kommentaren, dann bitte nicht noch einmal schreiben, weil einmal reicht, glaube ich. Und ja, ich werde diese Liste dann immer, wenn ein Buchstabe dazugekommen ist, in irgendeinem Video zeigen. Also versuchen, das irgendwie zu machen. Und den Namen natürlich bekannt geben, wenn er dann gelöst ist von euch. Wenn die Liste halb fertig ist und ihr sie und ihr wisst, okay, das ist der Name, könnt ihr ihn auch gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich das natürlich auflösen. Aber so haben wir uns das ungefähr gedacht, dass ihr einfach ja unter jedes Video jetzt einen Kommentar schreibt und zwar einen Buchstaben halten. Der meistgelikedeste Buchstabe, der wird hier in unser Rätsel mit eingenommen. Und ich hoffe, das klappt ziemlich gut. Ich habe mal gedacht, dass es, wenn ich den Namen einfach bekannt gebe, ist ziemlich langweilig. Und deswegen habe ich einfach so eine kleine Liste gemacht, wie wir jetzt unser kleines Baby nennen werden. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich glaube, ihr habt da auch ein bisschen Spaß dran, oder? Wenn ihr so einen Namen raten könnt, ist doch bestimmt ganz cool, als wenn ihr ihn einfach nur erfahrt. Ja, was ich noch sagen wollte, die Länge der kleinen Striche hier hat keine Bedeutung. Ich habe jetzt nicht mit dem Lineal da abgemessen oder so, also es hat keine Bedeutung. Und ja, sonst, wenn ein Buchstabe von euch genannt wird und er zum Beispiel zweimal in diesem Rätsel mit drin ist oder in diesem Namen drin ist, werde ich ihn auch zweimal hinschreiben. Also, wenn ihr einen Buchstaben nennt, werde ich ihn so oft hinschreiben, wie er in diesem Namen vorkommt. Ja. Also, ne, wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr einen Buchstaben nennt und der jetzt zweimal hier drin ist, werde ich ihn auch zweimal hinschreiben. Das wollte ich euch nur sagen. Ich sehe da zweimal den gleichen Buchstaben raten müsst. Das ist ja doof. Und ich glaube, sonst haben wir auch alles. Ich werde die Liste auf Instagram gleich hochladen und dieses Video wird auch schon heute online gehen, wenn ich es schaffe. Und ja, ich finde es eigentlich total cool, voll spannend irgendwie, ob ihr das schafft, bis zum Box-Opening diesen Namen rauszubekommen. Wenn ihr es bis zum Box-Opening nicht schafft, dann werde ich den Namen bekannt geben. Das ist natürlich kein Problem und das machen wir natürlich auf jeden Fall. Ja, und das Box-Opening kommt wahrscheinlich am 25.11. online. 25.10. online. Also heute in 14 Tagen. Ja. Das haben wir so geplant.
Das ist die Liste, wie gesagt. Und wenn ihr jetzt schon eine Namensidee habt oder so, auch ab in die Kommentare. Aber es geht erstmal um den Buchstaben. Das ist nämlich das Wichtigste, damit ihr auch wirklich alle eine Chance habt, den Namen rauszubekommen. Und ja. Also die Liste. Ich hoffe, ihr macht alle fleißig mit und wir kriegen den Namen irgendwann raus. Ich vertraue auf euch, dass ihr das schafft. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, die Namenliste seht ihr auf Instagram immer, wenn sie aktualisiert ist. Oder ich versuche es hier auf YouTube auch irgendwie zu machen. Aber ja, wir werden einfach mal sehen, was dabei so rauskommt. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal.